Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von New World Eternal. Ja, wir haben zwei Punkte, die wir gerne vergeben können. Ich weiß nur noch nicht in was. Ausweichen, ich bin zu blöd dafür. Riposte, nimm für eine Sekunde eine Verteidigungshaltung ein. Wirst du während des Einsatzes dieser Fertigkeit getroffen, führst du einen Gegenangriff, der den Angreifer zum Taumeln bringt. Für zwei Sekunden betäubt ihr, bla bla. Du führst einen kleinen Seitwärtsschritt. Nein, ich auch nicht. Fläche, du springst 10 Meter vorwärts, stehst auf alle Gegner in deinen Weg ein und verursachst. Puh. Blut, ich bleib bei Blut. Blut. Fügt, machen wir. Und Schwung und Torschuss verleihen Mut. Mut verhindert, durch Angriffe ins Taumeln zu geraten. Wenn der Gegner den ersten Blutungsstab erlitten hat, wird die Abklingzeit von Tondo um 10% verringert. Gut. Charakter, sonst noch irgendwas? Nö. Okay, ich wollte aber eigentlich auf die Karte gucken. Das, was wir machen sollen, ist alles jetzt in der Stadt, ne? Okay, deswegen stehe ich ja hier. Ich habe es schon wieder vergessen. Eine Schnellreise. Jawohl, ja. Wir wollen... Schnellreise in die Siedlung. Kostet Geld? Ach, ist doch wurscht. Jawohl, ja. Das dauert, Ah, schöne Bilder. Die gefallen mir. Um eine Angelstelle zu entdecken, musst du über eine ausreichende Angelstufe verfügen. Ja. Da sind wir wieder. Gut, dann zischen wir ab. Wir haben einiges zu erledigen hier. Fantastisch, was? Fantastisch. Ich weiß nicht, was die meinen. So. Hallo, Elric. Du hast überlebt. Ja. Ich machte mir langsam Sorgen. Was hast du herausgefunden? Tja, leider sind alle zu Verlorenen geworden. Ich hatte das befürchtet. Ja. Danke für deinen Einsatz. Ich werde ihre Familien informieren. Eternums Geheimnisse entziehen sich mir noch. Aber trotzdem fühle ich, dass wir kurz vor einem Durchbruch stehen. Wenn du das sagst. Okay, Langschwert des Windes. Ja, schön. Dann haben wir hier noch jemanden. Ich muss mal... Die ist ein Immerfall. Okay, das machen wir jetzt nicht. Nein, nein, nein. Wir haben hier genug zu tun. Erstmal alle Aufgaben abgeben. Aber diese... Huch. Toll. Jo, bitteschön. Da ist Nummer 3. Gehen wir jetzt zu Nummer 3. Das, was wir als erstes finden, machen wir als erstes so, mein guter Steinmetz. Jeder Tag ist gleich. Immer dieselben Mauern, dieselben Sorgen. Kein Glanz weit und breit. Ich möchte mich wieder über das Leben freuen.
Aber alles ist farblos und trist. Wie prächtig die Flora ist. Was ist das? Es ist erstaunlich. Das Licht in den Zweigen. Sieh, wie es schimmert. War der Himmel immer schon so schön? Ich könnte so ein Wunder nie behüten. Aber du vielleicht. Hier, nimm diesen Topf. Sorge dafür, dass es ewig gedeiht. Ja, okay. Okay. Bitte, Herr Harrison. Wir haben noch einiges zu tun. Wir haben noch einiges zu tun. Mal gucken. 28 Meter. Okay. War das hier? Ach, ich sollte was machen, genau. Hier herstellen. Was soll ich denn herstellen? Steinblock. Muss ich noch was herstellen? Nein. Dann Bauchholz. Holzwerkstatt. Wo ist die Holzwerkstatt? Das ist Kleidermacher. Leder. Küche. Ja, hier. 10 sollte ich machen, ne? Kann aber nur 9 machen, verdammte Axt. Oh, verlassen. Bauholz, das heißt, ich muss noch einen Baum fällen gehen, verdammt. Wo ging's denn raus? Wo ging es raus? Konnte man hier irgendwo raus? Nein. Brunnen einholen. Von mir aus. 18 Wasser, immerhin. Verdursten werden wir nicht. Wir müssen eben einen Baum holzen gehen. Oh, du bist hier. Hallo, Margot! Ich sehe Gesichter lachend, die einst mürrisch dreinschauten. Wenn auch nur ein einziger Mensch wegen uns aufatmet, waren wir erfolgreich. Mhm. Ich hoffe, du denkst immer daran, wenn du auf die eingetopften Setzlinge schaust. Das ist wahre Magie. Es geht darum, da zu sein, freundlich zu sein. Oh, was habe ich gemacht? Ich sehe Gesichter lachen, ja. Die ich hoffe, du es geht darum, da zu sein, freundlich zu sein. Ah, jetzt ist das okay. Das ist genau richtig. Bei den Göttern. Für andere da zu sein bedeutet, an ihrer Göttlichkeit teilzuhaben. Mhm. Freundlich zu sein bedeutet, Wunder zu vollbringen. Ja. Haben wir. Gut. Ich muss einen Baum fällen. Hier. Naja, ob das reicht, weiß ich nicht. Komm, machen wir noch einen. Was für Hamm haben wir?
fällt er uns auf den Kopf. Okay. Dann wieder zurück. Was hier? Ich glaube schon. Holz, Holz, Holz. Hier. Bauholz. Mach. Fertig. Die Aufgabe. So, Werkstatt verlassen. Gut versorgt. Sprich mit Talesa Serrano. Talesa Serrano. Wo könnte die Gute sein? 61 Meter. Da vorne. Oh, süß. Will ich auch haben. Wo ist sie da? Oder, ja, sie. Hey, sieh mal an. So etwas wie ein Vorrat habe ich schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Mach weiter so. Mhm. Wir haben noch mehr leere Plätze, wo Waren hingehören. Okay, Aufgabe abschließen. Gut, dann haben wir 102 Meter. Noch etwas. Huch, jetzt war ich beinahe da reingesprungen. Was mögen möchtest du, Steinmetz? Ein neues Gesicht. Ich habe dich noch nie in Korinth gesehen. Dann ist es wohl meine Aufgabe, dir von unseren Problemen zu erzählen. Nicht, dass es heißt, du wärst nicht informiert worden. Okay, über den Tribut? Es gibt Probleme mit dem Tribut? Das habe ich nicht gehört. Ich rede von dem verlorenen Problem bei den Höfen. Etwas ist da draußen passiert. Es ist nicht sicher dort, außer du kannst dich selbst verteidigen. Ja, ich weiß, wie man kämpft. Ein guter Anfang. Aber du solltest lernen, wie man Waffen herstellt. Keine Klinge hält ewig. Hier ist etwas Erz für den Anfang. Versuche damit ein Eisenschwert zu machen. Ja, gerne. Mach ich doch. Schmelzofen? Brauche ich den Schmelzofen oder... Hier ist so ein Gewuschel. Das ist man gar nicht gewohnt. Hier ist Handelsposten. Da können wir später mal reingucken. Das ist Essen. Das ist das. Kleidermacherei. Oh Gott. Okay. Steinmetz? Wo ist denn Waffen... Ist das vielleicht? Schmied. Ein Eisenschwert. Ja. Müssen wir das erst schmelzen oder so? Eisenbarren. Mhm. Kriege ich jetzt Eisenbarren her? Oder schmelze vielleicht? Ich würde gern... Herstellungsmaterial werden zuerst aus deinem Inventar genommen, bevor auf dein Lager zugegriffen wird. Ich habe kein Eisenerz. Huch, ich muss eben in mein Inventar schauen. Da. Öffnen. Rohleder und Eisenerz. Sehr schön. Kann ich jetzt Stahlbarren machen? Eisenbarren. Eisenbarren. Herstellen. Sehr schön. Dann machen wir uns ein Schwert. Wir machen uns
ein Schwert. Oh ja, eins erstmal. Okay. Kann ich schon fortsetzen? Okay. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Das, ne? Nein. Das haben wir gemacht. Nee. Okay. Wo war der jetzt? Hier. Na, dann zeig mal dein Kunstwerk. Ja, bitte sehr. Beeindruckend. Ziemlich beeindruckend. Entweder du hast das schon mal gemacht oder du bist ein Naturtalent. Naturtalent. Dich könnten wir in Korinth gut gebrauchen, wenn du bleiben willst. Ja, sehr gern. Okay. Ich würde gern ein Schild. Kann man auch Schilder machen? Jetzt erst gucken wir. Ist das ein... Ja, ja. Okay. Dann haben wir aber noch hier eins. Und das ist besser. Was wir gemacht. Oh, wir haben eine Donnerbüchse. Oho. Ich bin voll begeistert. Nein, ich bin nicht begeistert. Ich mag nicht mit Donnerbüchse herumeiern. Und den Handschuh mag ich auch nicht. Deswegen das hin. Aber was ich gerne haben möchte, wäre noch ein Schild. Ein Schild. Wo kann ich ein Schild herbekommen? Die machen Essen. Ein Schild. Kleidermacherei. Ich guck mal, können wir ein Schild herstellen? Ah, Steinmetz. Nee, Steinmetz wollte ich nicht. Hier. Rapier, Kriegshammer, eisernes Großschwert, Speer, Beil, Rundschild. Ja, hier. Herstellen. Sehr schön. Was können wir noch machen? Herstellungsbonus verfügbar. Ich mach mal alles. Und das Beste behalten wir dann. Herstellung fortsetzen. Papier können wir jetzt nicht mehr machen. Aber okay. Gut. Sehr schön. Dann haben wir jetzt ein Schild. Was? Stufe 15? Ja, grad's noch. Ja, Speere waren jetzt nicht so toll. Okay. Wenn ich das zerstöre, also zerlege, 818 Gold haben wir. Kriegen wir nichts zurück. Da kriegen wir was.
Okay. Donnerbüchse der Gelehrten. Bockjäger. Ah, wir sind schon ganz schön überladen. Wir müssen ein paar Sachen loswerden. 188 haben wir schon. Hier ist so viel los. Kleidung. Was kann man denn machen? Ich kann noch gar nichts machen. Okay. Haben wir das auch uns angeguckt. Ich bin gerade überlegen. War das oben? Und Verkauf? Wo war Verkauf? Wo man Sachen verkaufen konnte. Handelsposten. Aber erstmal hier. Ah, Christi-Jäger gesucht. Alchemist benötigt. Entdecker gesucht. Okay, das mache ich jetzt erstmal nicht. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier. Dass wir vielleicht Sachen verkaufen können. Weil Donnerbüchse und so, das interessiert mich nicht. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war mit dem Verkaufen. Da? Nee. Oder? Nein. Kleidermacherei. Nein, nein. Ich kann nichts machen. Verdammt, ich habe vergessen, wo das war. Es gab doch so einen Stand, wo man verkaufen konnte. Kaufen und verkaufen. Arcanum Archiv. Nein, hier nicht. Okay. Wie viel kostet eigentlich so ein Haus zum Kaufen? Immobilienverwaltung. 100 pro Bezahlperiode ist für dieses Haus erforderlich. Ich muss mich noch ein bisschen hier umschauen. Wenn ich es jetzt nicht finde, dann mache ich es. Hier. Handelsposten. Ich möchte Sachen verkaufen. Donnerbüchse. Wie mache ich das denn? Menge eine. Ich möchte Donnerbüchse für
Oh, ich habe irgendwas gemacht. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Den Rest machen wir ins Lager. Genau. Den Rest machen wir ins Lager und dann machen wir den Auftrag fertig. Jetzt muss ich nur wieder gucken, wie das ist. Ausrüsten. Das hier bewegen. Streitaxt auch bewegen. Speer behalten wir mal. Oh Gott, was haben wir denn hier? Also? Stoffhelm der Schildwache. Wie ist das denn alles her? Kann ich das ausrüsten? Oh, süß. Makellose Haube des Waldläufers. Ja, komm. Ist ja nicht so. Galoschen des forschen Büglings. Was habe ich an? Plus die Konstitution und erhöht maximale Gesundheit um 0,88. Wenn wir angeln gehen wollen, dann können wir es machen. Rolfes Amulett. Was ist denn? Den Hub hatten wir auch mal. Das bewegen wir. Wir haben so viel. Das? Großer Hecht. Okay. Bauholz weg. Wenn wir das brauchen, können wir das ja alles. Rohrkolben, Teilblüte. Okay. Obsidian-Salz. Und Salz wird zum Schmelzen verwendet. Okay, wie schaut's aus? 55. Ach, 1000 Kammer. Oh, das ist super. Verstehenstab Anhänger euch. Aha. Rein lang. Was ist das? Das ist Questgegenstand. Und das auch. Okay. Ich glaube, die Sachen können wir uns noch nicht alle tun. Also weg. So. Laufen wir mit meinem Lieblingshut rum. Das andere war 1,6. Ja, dann.
Ups. Unsere Aufgabe abgeben. Ich glaube, das war hier drin. Hallo, Leovix Silva. Oh, schön, dich zu sehen, hätte dich fast altes Haus genannt. Ich bin froh, dass du sicher angekommen bist. Die Katastrophe scheint sich in ganz Windkreis ausgebreitet zu haben. Was hast du im Eisernen Bergfried gefunden? Eine Korrespondenz von Medea? Zeig mal her. Ah, grundgütiger. Sie ist ganz und gar nicht zufrieden. Das heißt also, dass der Tribut nie bei Medea ankam. Aber wenn die Eiserne Rose den Tribut nicht hatte, wer dann? Laut diesem Auftragsbuch Hauptmann Dupont. Dieser kleine Bastard mit den Kulleraugen. Wenn das seine Schuld ist, wird er geteert und gefedert. Aber wenn Dupont den Tribut kassiert hätte, hätte der Sprecher davon gewusst. Das erklärt, warum er mich nicht sehen wollte. Dieser miese Schurke. Das können Sie nicht so leicht unter den Teppich kehren. Du hast Beweise, stimmt's? Ja, ich werde den Sprecher zur Rede stellen. Das ist gut. Ich würde mich dir anschließen, aber ich fürchte, ich könnte dem Drang nicht widerstehen, ihre Visagen einzuschlagen. Allein bist du besser dran. Okay, ich mach's. So, Stufe 15, wir können... wir können... unser Schild ausrüsten. So, dann kämpfen wir mal ein bisschen mit Schwert und Schild. Okay, was haben wir hier schönes? Geheimnisvolles Schuhwerk öffnen. Bespickte Lederschuhe der Schildwache. Erfrischung verringert maximal Ablenkzeit um 2. Ach komm. Und hier Gesundheit, erhöht maximale Gesundheit. Wir haben eine gemischte Kombi aus allem, aber das ist mir wurscht. Wir sind nicht hier, um hübsch auszusehen, sondern um unsere Aufgaben zu erledigen. So sieht's aus. Dann reden wir mal mit dem Sprecher. Dieser Halunke. Ah, unser heldenhafter Neuankömmling kehrt vom Feld zurück. Dankbarkeit ist heutzutage rar in Korinth, aber ich verneige mich vor deinem Mut. Ja gut, dann erzähl mal von dem Tribut. Wie ich schon oft gesagt habe, wir haben den Tribut gesendet. Wir können nicht immer die Sicherheit der Karawane garantieren. Ja, aber du hast Hauptmann Dupont damit beauftragt. Das war mein gutes Recht. Ja. Diese Hexe Medea, sofern es sie noch gibt, hat uns jahrzehntelang ausgeraubt und uns dafür nichts anderes geboten als eine Legende von magischem Schutz. Ich habe Dupont geschickt, um die Wahrheit zu erfahren. Woher sollte ich wissen, dass er unterwegs überfallen wird? Aber wenn Medea deswegen Krieg will, dann geben wir ihr verdammt nochmal einen. Klingt, als wärst du darauf ausgewiesen. Natürlich nicht. Die Stadt will Medea weiterhin besänftigen. Also habe ich es versucht. Ich schicke sogar den Tribut, wenn wir ihn zurückbekommen. Du kannst helfen. Sprich mit Hauptmann Dupont. Er gibt dir die Details. Okay, sprich mit Hauptmann Dupont. Wo ist denn der? Da unten? Hauptmann Dupont. So, mein Guter. Hallo. Immer schön langsam. Wir sind alle wütend über den gestohlenen Tribut. Auch ich. Aber es wird kein Zuckerschlecken, ihn zurückzufordern. Die Piraten, die uns überfallen haben, sind tough. Wenn du dich freiwillig meldest, kannst du das gerne tun. Aber ich gehe nirgendwo hin. So, so, Feigling. Sag mir einfach, wo sie sind. Es gibt ein paar Piratenhöhlen im Windkreis verstreut. Aber es waren die Bastarde aus Freibeuterbach, die mich auf der Straße angegriffen und den Tribut gestohlen haben. Es heißt, dass die Piraten jetzt Verlorene seien. Also sind sie noch skrupelloser. Mal sehen, wie du dich gegen diese Truppe schlägst.
Okay. Dann... Schauen wir mal kurz. Das wäre dort. Okay. Oh, 6 Punkte. Natürlich gehen wir auf Stärke ein bisschen. Geschicklichkeit. Und Konstitution. So. Mit dem Riesending. Das sieht so albern aus. Okay. Lesen. Ah, das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Ich will auch ein Haus kaufen. Ein Haus kaufen. Ja, ich will kaufen. Ich kann aber nicht. Weil ich nicht genug Geld habe. 11.000. Ja, das dauert noch ein Weilchen. Und das hier? Kostet das auch so viel? 1.000. Wie viel habe ich? 876, verdammte Axt. Ja, dann müssen wir erstmal abwarten. Gut, ich bin falsch raus, ne? Aber egal. Ihr Lieben, das soll es erstmal für diesen Part gewesen sein. Haben wir halt ein bisschen so kleine Sachen erlegt. Ich glaube, das gehört halt nun mal dazu. Ein bisschen werkeln. Und ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios.